Ja, liebe Facebook-Gemeinde, wir haben gestern in einer überfallsartigen Aktion des Innenministeriums erfahren, dass 520 Flüchtlinge in Villach ankommen werden und dass wir diese zu versorgen haben. Wir haben gestern gemeinsam mit allen Einsatzorganisationen, aber auch mit unglaublich vieler Hilfe der Bevölkerung in 1,5 Stunden eine Unterbringungsmöglichkeit für 520 Flüchtlinge organisiert. Hier im Lager der Firma Kovac beim Samariterbund Villach sowie auch in der Feuerwehreinsatzzentrale in der Kasernengasse. Und wir haben es geschafft, in kürzester Zeit nicht nur alles zu verpflegen, nicht nur allen auch die Möglichkeit einer Entspannung zu bieten, sondern ihnen jetzt auch, wie ihr im Hintergrund seht, es geschafft, Kleidung für die Kinder, vor allem die Kinder, zur Verfügung zu stellen. Es sind sehr, sehr viele Familien da, es sind sehr, sehr viele Kinder da. Und nunmehr haben wir die Informationen vom Innenministerium, dass ein Großteil der Flüchtlinge, die gestern angekommen sind, heute schon weiterfahren können nach Deutschland oder in den Westen Europas. Auch das wird organisiert. Wir haben als Villacher gezeigt, dass wenn Hilfe notwendig ist, dann wenn Menschlichkeit gebraucht wird, dass wir da sind und dass wir auch unser Möglichstes tun und getan haben und auch in Zukunft tun werden. Ich danke allen Villachern für ihre rasche Hilfe. Ich danke aber vor allem auch allen Einsatzorganisationen, dem Roten Kreuz, dem Samariterbund, der Freiwilligen Feuerwehr und unzähligen vielen Vereinen für diese Hilfe im Namen der Menschlichkeit.